So, Hallöchen, da bin ich wieder, euer Deni. Und zwar spielen wir weiterhin Metal Gear Rising Revengeance und weiter geht's. So, sehen euch mich da. Hoffentlich sehen Sie mich in der Kiste nicht, hoffentlich sehen Sie mich in der Kiste nicht, hoffentlich sehen Sie mich in der Kiste nicht, hoffentlich sehen Sie mich. Ah! Da unten ist noch einer rumgekullert. Das war natürlich eine ziemlich ordentliche Aktion. Die habe ich so selbst noch nicht hinbekommen, aus der Kiste direkt anzugreifen. So, ach ja, bevor ich es vergesse, wenn er hier runterspringt, zack, habt ihr die nächste VR-Mission. Ich wollte ja immerhin noch diesen Walkthrough-Part mit reinbringen. Das mache ich dann immer mal bei so kleinen Sachen. So, wenn wir hier lang gehen, machen wir mal. Haben wir ein Item in dieser Kiste, seid ihr schon gewohnt. Und jetzt kommen natürlich ganz viele Gegner. Und weg mit Jodo, so. Hätte ich mir tatsächlich noch was holen können. So, hier haben wir eigentlich gar nichts außer eine Kiste mit einem Heilpäckchen. Die ganze Zeit noch Medikits sagen, das ist ja, glaube ich, mittlerweile verboten. War es ja nicht politisch korrekt, das, oder war das nur nicht erlaubt, dass man da dieses rote. So, nur dieses deutsche Rote Kreuz nicht drauf machen kann. So genau weiß ich das gar nicht mehr, was davon eigentlich verboten ist. Oder es ist zumindest ziemlich in der Kontroverse. Warum aber, frage ich mich. Eigentlich ist das immer eine gute Sache, dieses Kit, wenn man das da drauf hat. Es hilft ja im Prinzip nur den Menschen, ne? Es macht ja nichts Schlimmes. Mann, reanimiert Leute, heilt Leute. Genau das, was das Rote Kreuz macht. Aber gut. Ah. Ach, Mann, oh. Kacke, dass der mich schon mal entdeckt hat. Ich bin nicht so der Typ, der sich gerne in der Kiste versteckt. Oh Mann. Naja, vielleicht kriegen wir das besser hin. So eine Geisel. Elektromagnetische Granate, bitte. Och Mann. Muss man hier erst alle zerschneiden?
Oh, er hat bestimmt Angst. Hey, Kumpel, komm hoch, alles in Ordnung. Kein Problem, dank mir lieber dafür. Oh, 1, 2, oh, zack! Yeah. Genau das. Wolf heißt er so, genau. Warum wollen wir uns das mal anschauen? Ah. Kennt ihr diese Freefall Tower? Vom Stil her war es schon fast gleich. This must be the railroad. It would appear so. Likely part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains. This particular line appears to have been abandoned some time ago. It was originally constructed to transport supplies to an underground factory. But now, it seems even the electrical system is no longer functioning. Yeah. Ich weiß ja nicht, ob ihr vor geraumer Zeit habe ich heute am heutigen Tag euch das hochgeladen, das Video. So eine kleine Info, wie ihr über EA gratis an Spieler rankommt. Und dazu braucht ihr im Prinzip nur eine originale Version von SimCity. Denn dieses Spiel bereitet ja eigentlich nur Probleme durch die ganzen Serverausfälle. Da habe ich auf jeden Fall eine kleine Info hochgeladen, wie ihr das hinbekommt. Beziehungsweise woher. Ach ja, hier ist noch so ein Datendevice, bevor ich das ganz vergesse. Normalerweise solltet ihr euch nicht entdecken lassen. Genau, da sagt das auch nochmal. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Ja, ja. Aber was ist schon normal? Oh, was haben wir da? Ich finde das ziemlich doof, dass man in dieser erweiterten Wahrnehmung weder angreifen noch laufen kann. Also noch diesen schnellen Sprint hinlegen kann. Das ist ein bisschen doof. Ich meine, er ist ja auch zu Auto gefahren. Nein, dich kriege ich. Oh, jetzt. Ja, Fatzke. Oh. Da müssen immer noch zwei hier rumhängen. Ich mag diese Viecher nicht wirklich. Eigentlich so ganz und gar nicht. There is a maintenance shaft up ahead. Use it to return to the surface. Dafür krieg ich dich. Und super. So, dann geht er hier im Prinzip hinter und da scheint so ein komischer Druide, Humanoid, Fuzzi. Dafür bekommt hier eigentlich nur ein Erfolg. Das war ja klar. Meine Güte. Die nerven ganz schön. Einer da. Nur aua. Ja. Meine Güte, das nervt ganz schön, dass man diese Einmeldedinger nicht einfach wegskippen kann. Jeden Scheiß kann man hier wegskippen.
Aber das nicht. Aber immerhin sind wir jetzt wieder am Tageslicht angekommen. Raiden, it would appear your only way forward is to return to the surface. You will exit into an evacuated commercial district. Security is heavy, but you need not worry about collateral damage when engaging the enemy. About time. Finally, I can cut loose. Proceed to the right from the exit. You will find a stairway on your right. Those stairs lead to a shortcut to World Marshal Headquarters. Do not be distracted by the advertisements. You are not here as a tourist. Sure. I'll just buy a quick souvenir or two for Rose and that'll be it. Raiden, we must hurry. Remind me to teach you about sarcasm sometime. I understand your attempts at humor. I simply do not find them entertaining. Ah, dieser Roboter erinnert mich ziemlich an Sheldon Cooper. Dr. Sheldon Cooper von Big Bang Theory. So, wie lange haben wir denn noch? Ja, 4 Minuten, das passt. Dann können wir uns noch das Tageslicht anschauen. Wir wurden entdeckt. Komm, hier ist auch das. Und dann machen wir... Oh, du Kackmaschine. Ha! Das hat ja mal losgelegt. Müsste ein S-Rang, na, aber hallo. Enemy ahead, Ryan. Ja, ja, ich sehe sie. Ich sehe, ob ich mich einfach ranschleiche und... Bullseye! Ah! Kann man sich auch 2 schnappen? Bestimmt nicht. Nur doch, wenn einer von weg geht, dann. Erst ihn hier. Und dann den anderen. Erstes Köpfchen. Dann den Rest. Oh, hier war da irgendwo noch eine Granate, wenn ich das richtig gesehen habe. Überleg gerade. Nö. Oh, dann gehen wir diese schöne Straße noch lang. Achso, eins der fiesesten Dinger. Zwar, ihr müsst hier hoch. Und mit eurem Speed, rechte Trigger-Ding ist das, findet ihr ein Datendevice. Das ist ziemlich schwer zu finden. Das kann man eigentlich normalerweise so gar nicht kriegen. Wenn man das nicht weiß. Da guckt kein Schwein nach. Ich bin gerade am überlegen, ob ich den Kampf, den offenen Kampf suche oder... ja. Vermutlich hätte ich diesen Weg nicht nehmen sollen. War's das jetzt? Ja, okay. Das war's anscheinend doch schon. Ich habe mit ein bisschen mehr Widerstand gerechnet. Hahaha. Oh. Hm. Schauen wir doch mal. Oh, 1, 2 und 3. That's my boy. Normalerweise müsste die Kleine bald was sagen, wenn wir uns die immer wieder anschauen. Na gut, dann nicht. Ich überlege gerade noch. Hier hören wir jetzt auf. Und uns keiner findet. An einem Baum und. So. Bis zum nächsten Part. Metal Gear Rising Revengeance.
Mit mir, dem Deni. Macht's gut.